Hallo, bonjour hier aus Straßburg. Das ist schon unsere zweite Sitzung nach der Sommerpause, hier mal wieder in Straßburg. Und ich denke, es ist tatsächlich der Auftakt zu einem heißen Herbst. Einmal haben wir natürlich das Thema VW auch bei uns auf der Tagesordnung gehabt. Und ich konnte in der Debatte dazu auch sprechen. Und ich denke, es ist wichtig, dass es erstens eine schnelle Aufklärung auch im Sinne von den 600.000 VW-Mitarbeitern in der ganzen Welt gibt. Und natürlich auch, dass der Industriestandort Europa gerade unter dieser Krise nicht leiden darf. Und möglicherweise kann das auch ein Startsignal sein für VW, aber auch vielleicht für alle anderen Automobilhersteller hier bei uns in Europa, für mehr Investitionen in eine innovative und nachhaltige Politik, sprich in die Elektrifizierung der Antriebe. Dann war ein zweites Highlight, war das gemeinsame Auftreten von Merkel und Hollande im Plenum. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass zwei der führenden Politiker, Politikerinnen in Europa hier gemeinsam vor dem Parlament auftreten. Und Martin Schulz hat auch gesagt, natürlich ist das Parlament der wichtige Ort der europäischen Debatten in Europa. Merkel und Hollande haben, denke ich, auch ein ganz wichtiges Signal gegeben, insbesondere für die Flüchtlingspolitik, dass die Flüchtlingspolitik nur gemeinsam in Europa bearbeitet werden kann und auch gelöst werden kann. Dafür haben sie beide wirklich ein eindeutiges Zeichen gegeben. Ein weiter wichtigerer Punkt, der uns auch in Europa, denke ich, alle berührt und von dem auch schon viele gelesen haben, ist das Safe Harbor Abkommen. Der Europäische Gerichtshof hat ja das Abkommen gekippt, das nämlich den Unternehmen die Weitergabe der personenbezogenen Daten von EU-Bürgern in die USA erlaubt, ohne dass damit ausreichende Grundrechtsgarantien verbunden waren. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Nachricht für den Datenschutz in Europa. Ja, und im Oktober, da sind wir dann noch ein zweites Mal in Straßburg. Das wird schon in 3 Wochen sein. Und ich denke, wir werden auch in den nächsten 3 Wochen noch einiges zu erwarten haben. Das soll es bis hier erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und dann auch ein gutes Wochenende. Bis das nächste Mal wieder hier im Elsass. Tschüss.